Ich hab mal wieder jede Menge Reste. Und ich starte mein neues Wetterprojekt heute, am 14.08. Weil es diese Woche nochmal so richtig schön warm wird, mit 30 Grad. Und da habe ich dann diese Farbe. Und aufhören werde ich irgendwann mit 0 Grad und der Farbe. Ich habe mich jetzt entschlossen, dieses Wetterprojekt als Jacke zu häkeln, als Kimono-Jacke. Ich glaube, Kimono-Jacke sagt man dazu. So eine weit geschnittene, bequeme Jacke, wo die Ärmel dann gleich dran sind. Zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Und ich möchte das Ganze tunesisch häkeln. Dazu habe ich mir ja mal letzten Winter diese Tunesisch-Häkelnadeln mit dem langen Ende, mit diesem langen Seil dran gekauft, in verschiedenen Größen. Ich nehme jetzt die Stärke 4,5, das ist diese hier. Und weil es so ist, dass sich das tunesisch gehäkelte oft an den Kanten so einkringelt, möchte ich dem Ganzen entgegenwirken, indem ich erstmal ein paar Reihen kraus rechts unten am Saum stricke. Da habe ich jetzt hier schon mal mit angefangen. Zwei Reihen sind das allerdings erst. Ich denke mal so 6 Reihen kraus rechts werde ich stricken. Und danach nehme ich dann gleich diese Maschen, die ich hier vom Stricken habe, auch für das tunesisch Häkeln. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Ich zeige euch das natürlich gleich alles. Und ja, dann gucken wir mal, was das Wetter jetzt so bringt. Also wie gesagt, diese Woche soll ja noch sehr heiß werden. Deshalb kann ich dann schön meine warmen Farben verwenden. Das sind die Reste von meiner ersten Wetterdecke, die ich gehäkelt habe. Das ist Wolle von Hobby 8/4. Und die kann man auch jederzeit nachbestellen und das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil diese andere Wolle, die ich hier habe, ist die gleiche Stärke, witzigerweise. Aber die habe ich so gekauft und die kann man natürlich dann nicht nachbestellen. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil man vorher ja nicht weiß, welche Kapriolen das Wetter so schlägt und wie viel man von jeder einzelnen Farbe braucht. So, das sind jetzt also meine Reste. Die werde ich jetzt in diesem Projekt verhäkeln. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie das Ganze geht, wie es mit dem Wetter weitergeht, wie es mit den Temperaturen weitergeht. Auf jeden Fall, diese Farbpalette gefällt mir ganz gut. Und dann geht's los. Macht auf jeden Fall auch eine Maschenprobe. Meine Maschenprobe hat ergeben, dass 10 Maschen mit der Nadelstärke 4,5 5 cm entsprechen. Und deswegen habe ich 300 Maschen angeschlagen und das ergibt dann eine Weite von 1,50 Meter. Und das ist dann die Weite für die gesamte Jacke, einmal ringsrum ohne Seitennähte. So, wer jetzt sagt, ich möchte keine Jacke, der muss natürlich keine Jacke häkeln. Der kann natürlich auch genauso gut diese 1,50 Meter Breite nehmen, um dann daraus eine Decke zu machen. Das bietet sich ja auch an. Dann macht man einfach eine Decke. Wann man mit dieser Decke anfängt, ist ja im Prinzip auch egal. Man muss nicht jedes Wetterprojekt immer am 1.1. anfangen. Man kann auch genauso gut sagen, der Geburtstag meiner Tochter oder unser Jahrestag ist das Startdatum, was auch immer. Und ich finde eigentlich auch schöner, dass man dann mal andere Farbverläufe hat. Wenn man am 1. Januar anfängt und am 31. Dezember aufhört, dann hat man natürlich immer am Anfang die kalten Farben, was ja nicht schlimm ist. Aber wenn man mitten im Sommer anfängt, dann fängt man eben mit den warmen Farben an, geht hin zu den kalten Farben und wechselt dann wieder rüber zu den warmen Farben. Und man hat dann so einen ganz anderen Farbverlauf mal so zur Abwechslung. Das nur als kleiner Gedanke nebenbei. Das kann natürlich jeder machen, wie er lustig ist. Da gibt es überhaupt keine Regeln oder Vorschriften. Macht einfach, was ihr wollt. Fangt an, wann ihr wollt. Und habt Spaß.
Ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet und habe meine rausgestrickten Reihen, das waren jetzt doch nur vier, die ich gemacht habe, weil ich sonst schon wieder Angst habe, dass mir hier diese Farbe für 30 Grad ein bisschen knapp wird im Laufe der kommenden Woche. Und dann habe ich jetzt schon mal die gestrickten Maschen mit der Nadel für Tunesisch häkeln abgehäkelt oder aufgehäkelt, ich weiß gar nicht, wie sagt man das. So wie ich das schon angedeutet habe, dass ich das so machen möchte. Also, hier habe ich meine Rundstricknadel, mein Kraus rechts gestricktes und mit der Nadel für Tunesisch häkeln gehe ich hier rein in die Maschen. Und stricke das jetzt mal bis zum Ende. Dieses Rot, was ich jetzt benutze, ist meine Farbe für 29 Grad. Die hatten wir vorgestern. Ich muss also schon wieder ein bisschen aufholen. Und als nächstes kommt dann diese Farbe hier für 26 Grad gestern. So. Und schon habe ich alle meine Maschen auf der tunesischen Häkelnadel. Und jetzt geht's wieder zurück. Einfach immer nur durchziehen durch die beiden Schlaufen jeweils. Einmal hier durch und da. Das ist das ganze Geheimnis. Und so geht es jetzt so lange weiter, bis man der Meinung ist, meine Decke ist lang genug, das Jahr ist um, oder hier in diesem Fall, meine Jacke ist lang genug. Ich habe ausgerechnet, dass ich ungefähr ein halbes Jahr hier dran häkeln werde. Für eine Decke dauert es natürlich ein ganzes Jahr und das müsste auch hinkommen von der Länge her, weil eine Reihe ungefähr 0,7 Zentimeter, also 7 Millimeter lang ist, mal 365. Wer hat gerade einen Taschenrechner da, kann es ja mal eben eintippen, müsste hinkommen. So in etwa auf 2 Meter. Und das macht ja auch Sinn für eine Decke. So gehe ich die ganze Reihe wieder entlang bis zum Ende zurück und dann kommt bei mir diese Farbe. Meine erste Decke, die ich gehäkelt habe, war auch so. Ihr könnt euch auch gerne das Video dazu nochmal anschauen. Ich werde alles, was ich an Wetterprojekten bisher gemacht habe, unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen, was man alles so machen kann. Beziehungsweise was man machen kann, da sind natürlich wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Heute ist der 26. Oktober und ich bin jetzt seit ungefähr 2,5 Monaten an diesem Projekt am Häkeln und jetzt langsam aber sicher sieht man auch schon mal ein bisschen den Farbverlauf und die Farben, wie sie sich immer wieder ändern. Bis jetzt waren es die warmen Farben. Demnächst kommen dann die kälteren Farben. Und wer eine Decke häkeln möchte, der macht jetzt einfach so weiter. Und wer auch eine Jacke machen möchte, wie ich, der schaut weiter zu.
Ich habe mir hier die Rückenmitte markiert mit dem Faden, dem orangefarbenen Faden, den ihr da seht. Von der Rückenmitte aus habe ich zu beiden Seiten dann jeweils 75 Maschen abgezählt. Ich hatte ja am Anfang 300 Maschen aufgenommen. Die Hälfte davon sind für das Rückenteil, die andere Hälfte auf zwei Hälften verteilt für das Vorderteil. Ich habe das jetzt schon mal so hingelegt und deshalb dann von der Rückenmitte aus jeweils 75 Maschen zu beiden Seiten ist eine Körperhälfte. Und dann habe ich zu beiden Seiten für die Ärmelmaschen dazu aufgenommen, zusätzlich zu diesen 75 Maschen. Das muss natürlich jeder dann selber für sich abmessen, wie seine eigene Armlänge ist. Das waren in dem Fall dann natürlich nicht nochmal 75 Maschen, sondern weniger. In meinem Fall bin ich dann auf 1,30 Meter breit Spannweite, sagen wir mal, gekommen. Und so häkle ich jetzt weiter bis hoch zum Rückenausschnitt und da teile ich das Ganze dann in zwei Hälften auf und häkel nach vorne wieder runter. Heute ist der 1. Dezember und ich habe jetzt hier in der Rückenmitte meine beiden Hälften eingeteilt und häkel jetzt ab jetzt diese zwei Hälften einzeln weiter, weil das mein Halsausschnitt ist. Das heißt, das Ganze wächst jetzt nach hier weiter, aber ich klappe das dann nach hier um. Sodass sich das da dann wieder trifft. Ich zeige es nochmal von der anderen Seite, vom Saum aus gesehen. Hatte ich da ja auf Brusthöhe aufgehört und habe dann mit dem Ärmel begonnen, der auch gleich mit dran gehäkelt ist. Und da hinten, wo meine Häkelnadel in der Mitte liegt, da habe ich das Ganze jetzt geteilt und häkel die beiden Vorderteile einzeln runter, sodass sie sich dann hier mit dem Rumpf wieder treffen. Ich werde jetzt noch anderthalb Monate weiter häkeln, also so bis Mitte Januar ungefähr, und dann ist das Ganze fertig. Heute ist der 6. Januar und wie man sieht, ein paar Reihen fehlen hier noch, bis sich die beiden Kanten da treffen. Wahrscheinlich noch so 10 Tage. 12. Heute ist der 21. Januar und ich häkel die letzte Reihe an meinem Wetterprojekt. Das ist diese Reihe und ich habe jetzt ungefähr 6 Monate daran gehäkelt und man sieht, von heiß bis kalt sind alle Farben, alle Temperaturen vertreten. Diese Seite hier habe ich schon mal verschlossen an der Stelle, die ich ja schon gezeigt habe. Und das gleiche mache ich dann gleich hier, wenn ich meine letzte Reihe gehäkelt habe. Ich häkel das einfach von innen mit festen Maschen gegeneinander mit dieser Nadel hier. Häkelnadel in Stärke 4,0 ist das. Obwohl ich das tunesische Häkeln mit 5,5 gehäkelt habe. So, ja, das mache ich jetzt und dann bin ich fertig und dann zeige ich euch mein neues Jäckchen. Das ist hier meine Reihe feste Maschen, die ich von innen dann gemacht habe, um das Ganze zu verschließen. Für das Zusammenhäkeln lege ich mir das Ganze auf links und habe jetzt hier die Kanten gegenüberliegen. Und ich steche dann immer hier einmal ein in eine Masche und gucke dann auf der gegenüberliegenden Seite, dass ich genau da auch einsteche, dass die schön gleichmäßig gegenüber
liegen und so zusammengehäkelt werden, dass das dann auch alles glatt ist und nicht sich verzieht. Also da und da. So sieht das Ganze von innen aus und so von außen. Ich finde, damit kann man doch leben, oder? So, auch dieses Wetterprojekt ist fertig. Noch nicht ganz fertig. Ich wollte es euch nur schnell zeigen. An den Ärmeln mache ich noch Bündchen dran und an die Vorderkante kommt auch noch was dran. Aber bei dem schönen Wetter musste ich jetzt einfach raus und mich einmal zeigen.